Wir haben gestern im Koalitionsausschuss über die Gebietsreform weiter diskutiert und sie auch weiterentwickelt. Wir nehmen die Stimmen aus Thüringen wahr, die sagen, ja, eine Gebietsreform ist wichtig, aber bitte macht sie nicht zu einer Überforderung der Thüringerinnen und Thüringer. Das wollen wir gerne annehmen und werden eine Gebietsreform der kleinen Schritte durchführen. Und gestern haben wir einen weiteren Schritt vereinbart. Der bedeutet, dass wir die Förderung für Gemeinden, die sich auf den Weg gehen, machen und gemeinsam zusammen mit anderen Gemeinden gehen wollen, dass wir die noch einmal erhöhen, um dort auch einen Anreiz zu schaffen und auch auszugleichen, was an Arbeit natürlich in so einer Fusionszeit auf die Gemeinden zukommt. Wir haben beschlossen, dass wir insgesamt auf Kooperation noch viel stärker setzen wollen. Deshalb werden wir auf der Ebene der Kreise neue Formen und auch neue Inhalte der Kooperation ermöglichen, von der Kommunalordnung, von den gesetzlichen Regelungen und das auch mit den gemeinsam mit den Landrätinnen und Landräten besprechen. Und uns Grünen ein ganz wichtiges Projekt. Wir wollen ein neues Institut sozusagen auf der Ebene der Gemeinden einführen, und zwar die Verbandsgemeinde. Für uns ist das eine ganz wunderbare Möglichkeit, zwei Dinge zu vereinbaren: Eigenständigkeit und Effizienz, weil man zusammen etwas macht und zusammen die wichtigen Aufgaben der Gemeinden löst.